Aufgrund von Rückenproblemen muss er passen. Die Berner Young Boys auch verletzungsgeplagt. Sie sehen es, einige Umstellungen. Spiecher, Hochstrasser, Raimondi und Schneuli neu in der Mannschaft, weil Lulic angeschlagen ist und heute nicht einmal auf der Ersatzbank Platz. Soundpfahl von Thorsten Fink verstanden. Schneuli, gut abgelegt. Ah, Pfostenschuss, Hochstrasser. Riesenmöglichkeit für die Berner. Xavier Hochstrasser beinahe mit seinem ersten Saisontreffer. Toll gespielt. Gute Kopfballverlängerung. Dann setzt sich Schneuli durch. Direkt abgenommen. Keine Chance für Franco Costanzo. Und Glück für den FC Basel. Pech für die Berner Young Boys. Der Nachschuss dann weit übers Tor von Mario Raimondi. Einen fürchterlichen Fehlzuspiel. Auch heute wirkt er etwas nonchalant. Die ersten knappen Abendstunde. Schneuli. Ja, warum? Wieder Ballverlust. Dubai. Ah, das Tor! Thierry Dubai, 41. Minute. Herrlich, der Treffer. Da wird er nicht angegriffen und Costanzo sieht nicht gut aus. Der Ball geht schon nahe am Pfosten vorbei, aber ich glaube, der FCB-Keeper hat auf eine Flanke spekuliert und Dubai bringt hier die Gäste in Führung. Die aktivere Mannschaft wird belohnt. Wieder ein Ballverlust von Gigliappi. Da am ersten Basler vorbei, am zweiten auch und dann der Schuss mitten ins Glück von Thierry Dubai. Erster Meisterschaftstreffer für den Mann aus der Elfenbeinküste. Also die zweite Halbzeit startet mit einem Crescendo und sie starten mit dieser Chance für Thierry Dubai. Mayuka war es. Ball toll mitgenommen. Lässt hier Safari aussteigen, lässt hier auch Abraham aussteigen, aber er kommt nicht an Costanzo vorbei. Von Daniel Wermelinger. Oh, Unsicherheit in der Basler Abwehr. Ein völlig offenes Spiel. Raimondi. Wieder sieht Costanzo schlecht aus. Scott Sutter. Riesenmöglichkeit. Achten Sie auf den Torwart. Eilt raus. Kommt nicht an den Ball. Eieiei. Mayuka verpasst auch nur um Zentimeter. Immer noch Schneuli. Ah, lässt hier zwei aussteigen und dann etwas zu viel Rücklage. Haben zwei Basler nicht wirklich gut ausgesehen. Zuerst Inkum und dann auch das überhastete Tackling von Abraham. Gegenseite sind auch einige heute abwesend. Huckel, Chipperfield, Zua. Freier Platz, gutes Dribbling, aber dann den richtigen Zeitpunkt des Abschlusses verpasst von David Degen. Hätte er etwas zielstrebiger den Schuss anstreben müssen, da war der eine Haken zu viel. Ja, Mittwoch hat er mit links getroffen. Heute hätte er ein Foulspiel. Degen. Oh, Foulspiel jetzt. Nein, auch nicht. Sah auf den ersten Blick wie ein Foulspiel.
Majuka. Ballspiel von Abraham. Knapp außerhalb des Strafraums. Gelb. War es Safari? Nein, war schon Abraham. Wieder der Einsatz mit dem Arm. Wie schon gegen David Degen. Also definitiv.